Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Senator, vielen Dank für die Antworten auf die vielen Fragen, die wir gestellt haben. An der Stelle möchte ich ganz gerne einige Fragen doch noch mal wiederholen. Wir wollten wissen, welche Burschenschaften bzw. studentischen Verbindungen in Berlin existieren und welche Erkenntnisse es über deren Mitgliederzahlen gibt. Wir wollten wissen, welche Aufnahmekriterien existieren. Wir wollten Informationen über burschenschaftliche Aktivitäten in Schulen und Hochschulen hier von Ihnen bekommen. Wir wollten wissen, welche Erkenntnisse es über personelle Überschneidungen von Berliner Burschenschaften mit der NPD und rechtsextremen oder rechtspopulistischen Zusammenschlüssen gibt. Wir wollten wissen, ob aus der Sicht des Senates der abstammungsbezogene Volkstumsbegriff, der insbesondere bei den Mitgliedern des Dachverbands Deutsche Burschenschaften vertreten wird, aus Sicht des Senats mit dem Grundgesetz und mit den Zielen des Berliner Integrationskonzepts vereinbar ist. Da haben Sie ja teilweise zumindest Antworten versucht zu geben. Wir wollten wissen, welche Wohnheime von Burschenschaften als gemeinnützig anerkannt sind und somit steuerlich subventioniert werden. Und das haben wir heute gehört. Privatsache, nicht bekannt. Keine Hinweise, liegen uns keine Informationen vor. Kein Interesse. Und kein Interesse. Ja, vielen Dank nochmal an der Stelle, Herr Henkel, für die ausführlichen Antworten. Dass es rechte Aktivitäten von einiger Berliner Burschenschaften gibt, ist ja allgemein bekannt und, glaube ich, als Innensenator auch Ihnen bekannt. Auch, dass es Kontakte zu extrem rechten Kreisen gibt. Viele Journalisten und zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich damit beschäftigen, haben ja ausführlich bereits darüber berichtet. Der Senat hat dies nun teilweise heute bestätigt. Auch wenn hier viele Fragen, die Fragen habe ich ja noch mal formuliert, unzureichend oder gar nicht beantwortet wurden. Fest steht für mich, wir haben ein Problem mit rechtsextremen Tendenzen in Gruppierungen, die nach Macht und Einfluss in Politik und Gesellschaft streben. Und diese Macht und diesen Einfluss in einem beträchtlichen Ausmaß auch bekommen. Mitglieder von Bundes- und Landesregierungen, Funktionäre, von Verbänden oder Wirtschaftsbosse waren und sind Burschenschaftler. Man knüpft Männernetzwerke und hilft sich gegenseitig bei der Karriere in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Und Herr Büge wird sicherlich nicht traurig darüber sein, dass er jetzt nicht mehr Staatssekretär ist. Natürlich ist nicht jeder Fall problematisch und natürlich ist nicht jede Studentenverbindung rechtsextrem. Aber wenn ein rechter Dachverband wie die Deutsche Burschenschaft mit ihren 70 Mitgliedsverbindungen, die über einen ARIA-Nachweis für ihre Mitglieder diskutiert, die Beiträge von NPD-Funktionären in ihrer Verbandszeitschrift veröffentlicht, und davon die Innenverwaltung nichts weiß. Wenn eine solche Verbindung sich selbst mit ihren guten Vernetzungen in die Machtpositionen unseres Staates rühmt, dann haben wir ein Problem, lieber Herr Senator Henkel. Deswegen ist es richtig, dass wir uns mit diesen rechten Burschenschaften beschäftigen, damit wir diese Probleme benennen können, damit wir, wenn nötig, die richtigen Schlussfolgerungen daraus tatsächlich auch ziehen können. Insofern ist es notwendig, dass Sie nochmal mit den gestellten Fragen auch beschäftigen, dass Sie nochmal versuchen, die Fragen zu beantworten, welche Erkenntnisse liegen tatsächlich über Kontakte in die rechte Szene und zur NPD vor. Wie bewerten Sie tatsächlich inhaltlich abstammungsbezogene Volkstumsbegriff? Wie bewerten Sie, dass Sie keine Erkenntnisse haben, keine Informationen haben? Das ist, glaube ich, nicht ausreichend für viele in diesem Haus, zu den Facebook-Äußerungen von Gothia und wie Sie tatsächlich die steuerlichen Förderungen von Wohnheimen bewerten. Die Gemeinnützigkeit von burschenschaftlichen Wohnheimen muss überprüft werden, Herr Henkel. Es kann nicht sein, dass Wohnheime, die weder Frauen noch Nichtdeutschen offen stehen,
auch nur vom Senat gefördert werden. Das kann nicht angehen. Daher werden wir die Antworten, die heute uns geliefert worden sind, wenn man sie als Antworten überhaupt bezeichnen darf, des Senats jetzt noch einmal in Ruhe auswerten und sehen, welche weiteren Schlüsse wir daraus tatsächlich ziehen können. Ein Weg, mit Burschenschaften umzugehen, und das ist der, den der Senat im Fall Büge zunächst gewählt hat, ist auf jeden Fall der falsche. Nämlich die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft pauschal als Privatsache und somit als unpolitisch anzusehen. Natürlich muss jeden Einzelnen prüfen, aber eine Burschenschaft wie die Gothia ist politisch, und zwar politisch rechtsextrem. Und wenn man feststellt, dass ein hochrangiger Politiker des Berliner Senats in einer solchen Verbindung aktiv ist, dann ist es für mich angezeigt, schnell und konsequent zu handeln. Es muss klar gemacht werden, dass ein politisches Amt mit der Mitgliedschaft in einer solchen Burschenschaft nicht vereinbar ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genau das hat der Senat lange Zeit nicht getan, sondern er hat Herr Büge erst verteidigt, dann auf Zeit gespielt und musste von der Opposition dazu gedrängt werden, ihn zu entlassen. Nach dieser großen Anfrage erwarte ich, dass der Senat die richtigen Schlussfolgerungen zieht, damit sich so etwas nicht nochmal wiederholt. Und dafür bedarf es klarer Bekenntnisse und nicht so ausweichende, halbherzige Aussagen, wie Sie es heute von sich hier gegeben haben, Herr Senator. Applaus.